Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer gleichförmigen Bewegung und einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung? Genau das erkläre ich dir in diesem Video. Fangen wir mal mit der gleichförmigen Bewegung an. Eine gleichförmige Bewegung ist eine Bewegung, bei der die Geschwindigkeit immer gleich groß ist. Also zum Beispiel immer 100 km pro Stunde. Für den ganzen Bewegungsvorgang, den du dir ansiehst, ist das Objekt 100 km pro Stunde schnell. Es bremst nicht ab, es wird nicht schneller, immer gleich schnell. Das ist eine gleichförmige Bewegung. Machen wir es mal hier auf die rechte Seite. Also gleichförmige Bewegung bedeutet, die Geschwindigkeit ist immer gleich. Nach einer Sekunde, zum Beispiel 100 km pro Stunde, schreib es mal hin, 100 km/h. Nach einer Sekunde 100 km pro Stunde, nach zwei Sekunden 100 km pro Stunde, also immer gleich schnell. Es wird nicht schneller, nicht langsamer. Bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung ist das anders. Hier ändert sich die Geschwindigkeit und zwar dauernd, aber auf eine bestimmte Art und Weise. Ich mache mal das hier als Beispiel. Das Objekt wird hier in dem Fall immer schneller und die Beschleunigung ist gleichmäßig. Bedeutet, zum Beispiel nach einer Sekunde ist das Objekt 10 Meter pro Sekunde schnell. Nach zwei Sekunden ist es 20 Meter pro Sekunde schnell. Nach drei Sekunden 30 Meter pro Sekunde. Doppelte Zeit, doppelte Geschwindigkeit. Dreifache Zeit, dreifache Geschwindigkeit. Noch einmal, gleichförmige Bewegung bedeutet, die Geschwindigkeit ist immer gleich schnell. Gleichmäßig beschleunigte Bewegung ist, dass die Geschwindigkeit konstant ansteigt. Das hier war jetzt mal der Unterschied zwischen den zwei Bewegungsarten. Wenn dich das Thema noch mehr interessiert, dann schau doch gerne mal hier in die Endcard rein. Dort werde ich dir noch weitere ähnliche Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Physikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.